Celebrating Diversity. Unter diesem Motto trafen sich Jugendliche aus allen Ecken Europas zum Football 3 Festival 17 in Köln. Von Irland bis Polen, die Delegationen reisten auf Einladung der gemeinnützigen Organisation Street Football World und dem freien Jugendhilfeträger Rhein-Flanke an. Alle Organisationen, die hier sind, vereinigt der Fußball miteinander. Und es ist total schön, mit Street Football World gemeinsam auf dem Platz zu stehen und sowas hier zu realisieren. Es folgten 4 intensive und erlebnisreiche Tage. Tag 1. Ankunft der Young Leader. Während des Festivals werden Sie die jungen Teilnehmer anleiten und die Fußballspiele als Mediatoren begleiten. Learning how to be a young leader, so talking to the young people from different parts of Europe and communicating with them. Genau wie lernen Sie am Tag vor dem offiziellen Anpfiff des Festivals spielerisch. Bei den Teambuilding-Aufgaben sind Berührungsängste fehl am Platz. Das schweißt zusammen. Am Ende des Tages wird der Einsatz belohnt. Ein Überraschungsgast steht an der Tür. BVB-Mittelfeldspieler und Football 3-Botschafter Sebastian Rode. Die Freude ist groß, die Fragen zahlreich. Ich wünsche den Jugendlichen, dass sie viel von dem Festival mitnehmen konnten, dass sie den Fußball erhalten bleiben, immer den Spaß am Sport sehen, vor allem respektvoll miteinander umgehen und immer die Regeln achten. Am zweiten Tag kommen die Delegationen in Köln an. Bevor es auf den Platz geht, sollen die bunt zusammengewürfelten Gruppen zu Teams werden. Beim Fairplay-Parcours müssen die Jugendlichen gemeinsam anspruchsvolle Teamaufgaben lösen, da ist das Eis schnell gebrochen. Am dritten Tag geht es endlich auf den Fußballplatz. Gespielt wird nach der Methode Football 3. Benannt nach ihren 3 Halbzeiten, verbindet sie das Geschehen auf dem Platz mit sozialen Kompetenzen, die auch fernab der Seitenlinien wichtig sind. In der ersten Halbzeit einigen sich die Spieler auf individuelle Regeln, nach denen in der zweiten Halbzeit beim Spiel gekickt wird. Unstimmigkeiten müssen die Spielerinnen und Spieler untereinander lösen. In der dritten Halbzeit treffen sich die Teams noch einmal, um sich im Dialog gegenseitig mit Fairplay-Punkten zu belohnen, die ebenfalls ins Ergebnis einfließen. Es zählen nämlich nicht nur die Tore. Myślałam, że to będzie bardziej trudne, ale wszystko poszło ok, ludzie szybko łapali zasady i na koniec już każdy zna perfekcyjnie każdą zasadę. Vielfalt steht auch am vierten Tag auf dem Programm. Verschiedenste Workshops von Tanz über Headies bis hin zu Freestyle-Football haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Auswahl, um Neues jenseits des Fußballplatzes auszuprobieren. Am Nachmittag geht es dann weiter mit Football 3. Angesichts des sportlichen Wettkampfs wird es auch für die Young Leader anspruchsvoller, immer wieder an das Bewusstsein für faires Verhalten zu erinnern. Been together for the last 4 days, using Football 3 to break down barriers, promote dialogue and fair play between the teams, and it's been a fantastic experience. In einem spannenden Finale setzt sich schließlich die glücklichere Mannschaft durch. Dies ist auf der anschließenden Abschlussfeier aber nur noch Nebensache. Nach intensiven Tagen bei ausgelassener Stimmung sind sich am Ende alle einig, dass jeder etwas mit nach Hause nimmt.